Bühne vorbereiten für den Tempeltanz. Dazu werden all die Instrumente beiseite gebracht und diese Bühne wird in einen heiligen Raum verwandelt. Bharatanatyam-Tanz ist, ich habe das bereits in der letzten Pause kurz erklärt, ein Tanz, der eine jahrtausendalte Tradition in Indien hat, vor allem in den Tempeln. Und dieser Tanz ist eine Art Yoga. Das heißt, eine Kunst, die dafür da ist, um sich mit Gott zu verbinden. Das gilt nicht nur für die Tänzerin, sondern das gilt insbesondere für die, die diesem Tanz zuschauen. Auch das Zuschauen und das Miterleben ist eine Art Yoga, die einen im Herzen mit Gott verbindet. Weil was hier dargestellt wird in dem Tanz, sind teilweise, ist nicht nur eine Choreografie mit musikalischen und Elementen und Mudras, bestimmten Handbewegungen, die dort ausgeführt werden, sondern dort werden auch bestimmte Spiele oder Lilas vorgestellt, die sich direkt auf Gott in seinen verschiedenen Formen beziehen. Und diejenigen, das ist also auch eigentlich eine Kunst, dem zuzuschauen. Das ist eine eigene Sprache, also jede Mimik und jede Geste, jede Handbewegung, jedes Mudra ist wie ein Wort einer Sprache, mit dem derjenige, der geschult ist in dieser Sprache, auch die Geschichte versteht, die durch diesen Tanz erzählt wird. Und wir werden dann also auch gleich von der Tänzerin etwas hören über die Geschichten, die durch diesen Tanz erzählt werden. Varaha, wie weit ist es? Ja, sieht gut aus. Ah, auf der anderen Seite. She's from my South India. She's going to dance. Okay. She's an Indian girl. My English. She's going to dance. Sie sehen nun einige Tänze in der jahrtausendealten Tradition des Bharatanatyam, der bekanntesten Form des indischen Tempeltanz. Während ursprünglich dieser Tanz nur von unverheirateten jungen Mädchen in den Tempeln zur Freude Gottes dargebracht wurde, findet man ihn heutzutage auf den Bühnen der Welt. So werden die Bühnen für kurze Zeit in Tempel verwandelt. Das Prinzip des Bharatanatyam bleibt jedoch erhalten. Die Tänzerin tanzt zur Freude Gottes. Und so werden auch die Sinne des Betrachters spirituell transformiert. Lassen auch Sie sich in die zauberhafte Welt des Bharatanatyams entführen. Das erste Stück heißt Pushpanjali. Wir fangen ganz traditionell mit Pushpanjali an, das eine Blumenopferung ist,